Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear. Uff, pelzig. Uah, das eklige Nosferatu-Bild aus der letzten Episode, das geht mir immer noch im Kopf rum. Uah. Zwar ist es zwar ein Dachvorgang, aber für mich nur Zigarettepause. Jetzt gehen wir hier durch den sehr bunten Gang und treffen hoffentlich auf viele, viele bunte Smarties. Und was kommt? Natürlich nicht. Nie darf ich auch mal was Schönes haben. Wieder dieses Dantes Inferno-Bild wahrscheinlich. Na dann. Ab ins Loch, oder? Was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Uah. Oh. Das Bo Geräusch klingt auch nicht gerade sehr lebensbejahend. Ich vermute, wir können dort durch. Oh, 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 oh. Ich rechne mit übelste Jumpscare. Uns geht runter. In den Keller wahrscheinlich. Wohl wieder in den Keller. Ich habe gedacht, wir hätten unsere Kellerlektion schon gelernt. Nee, jetzt sind wir. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir doch nicht bestimmt neben dem AWS. Das ist doch schon fast fabrikartig. Okay. Spiegelnde Fliese und allem. Ich glaube, einfach so in das Loch stürzen können wir nicht, sonst sterben wir. Aber ich weiß gar nicht, ist es in dem Spiel überhaupt möglich zu sterben? Ich kann es nicht sagen. Ich meine, das spielt sich ja alles nur in seinem Kopf ab. Von daher wüsste ich mal ganz gerne, ob man da eigentlich sterben kann oder nicht. Aber ich glaube eher nicht, wenn sich das alles nur in seinem Kopf abspielt, dann stirbt man doch auch nicht. Oh, das versucht uns doch reinzuziehen, wenn wir da drüber laufen. Ich muss doch jetzt gerade, hab doch jetzt gerade gegensteuern müssen. Ach, sehr interessant. An der Seilwinde können wir jetzt auch nichts machen. Und wenn wir durchgehen, stürzt man dann durch runter, oder? Nee, das hält. Okay. Interessanter Raum. Warum auch nicht? Gehört auch immer zum viktorianischen Herrenhaus dazu, sowas. Und genauso wie das hier. Boah. Sieht ein bisschen aus wie hinter den Spiegeln, oder? Nee, ich guck erst gar nicht. Can you even paint anymore? Kannst du überhaupt noch malen? Ich denk schon, ja, vielleicht. Ach, wenn ich etwas Schiss hab gerade. Ein Ouija-Brett. Ein Ouija-Brett. Toll. Das kriegt man nicht auf. Die Musik macht's auch nicht gerade sehr leicht gerade. Da haben wir auch nix. Willst du mich heiraten, vielleicht? Ja, nein, vielleicht. Da ist wieder was zu lesen. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir nur Deta damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 36 3854 853. Das dritte von der Bürokombi. Ich hoffe bald wieder von Ihnen zu hören. Okay. Dann fehlt nur noch diese Kombi. 854. Moment, was war dann das dann nochmal? 854, 363, 854. Ich weiß gar nicht, wie die letzte. Die letzte Kombi weiß ich schon gar nicht mehr. Es war irgendwas mit. Moment, das war irgendwas mit. 3. 5, 8 oder sowas, oder? Und dann ja. Nee. Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß es schon. Hätte ich es mal lieber aufgeschrieben. 8, 5, 4 vielleicht? Wie war das? 363, 853 und 854? Irgendwas in der Art muss es gewesen sein. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber das macht offensichtlich hier uff. Ich gucke gerade nochmal selber in meine Videos noch. Ich mache hier einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Also machen's gut und bis gleich. So bin ich wieder. 354 müsste das gewesen sein. Ich musste jetzt echt mal noch gucken. 3, 5 und 4. Und jetzt auf Yes, glaube ich. Jawohl, jetzt haben wir es gepackt. Es redet in fremden Zungen und ist von Dämonen besessen. Ach du Scheiße. Wow. Ja, da ist ein Foto.
Okay, das sind wohl die beiden in jüngeren Jahren noch, wo sie sich kennengelernt haben. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, wie gesagt, ich habe jetzt mal in meine Videos noch gucken müssen und deswegen den Cut hier gesetzt. Wie hieß es mal bei The Simpsons? Selbst Schimpansen sind in der, oder selbst Affen sind in der Lage, sich 10 Zahlen zu merken. Sind sie etwa dümmer als ein Affe? Chief Wiggum, was für eine Sorte Affe? Und dann der Film einfach nur, natürlich sind sie das nicht. Okay. Also, Foto habe ich jetzt so damit gekriegt. Das war es mir doch schon wert, muss ich sagen. Jetzt geht's auch gleich weiter. Ich hoffe, euch macht das doch nichts aus, dass ich doch einen Cut gemacht habe. Aber wäre halt schwer gewesen, wenn ich es jetzt wirklich aufgeschrieben hätte, hätten wir das auch ohne Cut hinkriegt. Trotzdem, wie gesagt, ich will, dass ihr alles sehen, was hier möglich ist. November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann. Wundervoll, sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert, als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Oh je, oh je, oh je. Die tun mir echt leid. Also die Frau vor allem tut mir echt leid. Dass sie sich doch so in den Kerl geirrt hat. Und zu der Zeit waren Scheidungen auch noch nicht üblich. Da ist man bei seinem Kerl geblieben, auch wenn es das größte Ferkel war. Anderes Wort fällt mir jetzt nicht ein, ohne dass es unter die Gürtellinie geht. Hi, Puller-Baby. Uff. Oh Mann. Ja, du warst mal schon mal in dem Gang, aber du konntest da noch rein und der Gang ist jetzt weg. Und es flüstert wieder an der Stelle. Ah, da ist es. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. Okay. Das war das, was so rumgeflüstert hat. Okay. Die Frau wimmert wieder. Und du konnt mal auch mal reingehen, aber ich weiß nicht, geht das mittlerweile? Kann man du. Nee, du kann man nicht mehr rein. Naja, vielleicht ist es ja besser so. Oh Gott. Oh, hi Rollstuhl. Was war denn das über? Okay. Glückliche Zeiten müssen das einst hier gewesen sein. Selemols, als die Welt noch gut war. Es ist ja ein geiles Haus. Aber ich konnte im Rollstuhl echt nicht so nur. Wobei ich sagen muss, das sind ja echt coole Dinger. Die haben ja echt noch viel Stil und Eleganz, die alte Rollstühle. Im Vergleich zu heutiger, aber die heutige leicht natürlich mehr, vor allem die elektrische. Ja, da ist wieder die Jan van Eyck mit seinem Mann mit rotem Turban. Das wird was Kolonialzeitliches. Ach, den kenne ich auch, aber ich kann nicht genau sagen, was das für einer ist. Und das ist wieder der aus einem Zimmer, wo dann nur noch die Hand übrig war. Bart Murillo. Moment. Murillo Saepsum Depin Gens Profihorum Votis Acrepibus Explendis. Okay. Das wird jetzt ewig dauern, bis ich das übersetzen kann. Von der Los ist Moliva. Okay, ja, Geilomat, oder? Den Doppelgesichter wieder. Geil. Ich liebe das Design von dem Spiel. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich gucke trotzdem nochmal noch hin noch kurz. Jetzt liegt der Rollstuhl, natürlich. Hat ja sei gemisst, sowas. Na gut. Ich will es mal nicht hin auf Rohre. Geh einfach weiter. Moment, 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 was? Ah, du hast noch eine Zeichnung, ich hab's da gewusst. Vermin, Groth, foul stench, God, the sounds, cancer of house. Ungeziefer wuchs, Krebs des Hauses, fauliger Gestank, oh Gott, die Geräusche. Ach du Levi-Zeit, was ein Spinner. Okay, ich glaube, das war's, aber ich hab das nur so aus der Aare-Winkel noch gesehen. Und jetzt geht's ins Bad. Ich habe gedacht, es wäre ein Flüstergegenstand, aber es wäre nur die Zeichnung. Okay, können wir uns im Spiegel sehen? Nee. Ich bin mal gespannt, wenn ich auf die Einstellungen gehe, was die Grafik angeht. Nee, da können wir nur Helligkeit
setze. Schade, ich habe gedacht, ich könnte die Grafik hochstellen und damit eventuell ein Spiegelbild erzeugen, aber wir bleiben spiegelbildlos. Das ist etwas schade. Nur handlicher. Nicht. Okay. So, dann die Sache mit dem Pergament, was du isst, mache ich erstmal nur Schießerler. Also umdrehe und. So. Oh, das hat gut getan. Angst, Schießerler. Jetzt ziehen wir erstmal und spülen. Und, ihr lieber Herr, nicht vergessen, den Klodeckel runterzumachen. So, das gucken wir uns mal an, was es da noch gibt. Wahrscheinlich so, ja, Ladies-Toxin. Wahrscheinlich irgendwelche Duftwässerchen, was Schaumbad. Oder Parfüm. Zahnbürst. Das ist ein Zahnbürst, ja. Wann hat es ein Zahnbürst da eigentlich gegeben? War das so in den 30er Jahren? Ich kann es gar nicht sicher sagen. Oh, jetzt ist du auf einmal ein Messer, Lin. Ja, ich weiß, du zuckst und juckst du Messer, aber trotzdem. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Okay, erklärt das die Bilder von der Tochter mit dem Vater mit dem Messer, dass er reinkommen ist und seine Frau hat sich hier die Pulsadern aufgeschnitten im Bad und die Tochter hat gesehen, dass er mit dem blutigen Messer rauskommt, was sie so verstört hat. Das wäre denkbar, oder? Das wäre denkbare Hypothese. Manometer. Okay, du war noch irgendwas, glaube ich. Also tief Luft hole. Und mal reingucken. Oh oh, er geht wirklich da rein. Und. Ah, okay, ich muss R2 gedrückt halten. Vielleicht haben wir ja Glück und der Schweinehund ersäuft sich. Ah, dann schwimm mal. Da ist ja wieder die Frau. Sollen wir sie nicht ignorieren eigentlich? Okay, ich rechne mal mit dem Jumpscare. Weil eigentlich sollte man sie ignorieren, hieß es. Aber ich glaube irgendwie, das muss man jetzt machen, weil aus dem Bad kommt man bestimmt nicht. Also nochmal tief Luft holen. Kopf unter Dunkel. Wir bewegen uns im Haus fort. Aber als wäre es unter Wasser. Okay. Da ist wieder was im Kopf oder sowas, ja. Okay. Ich glaube, ich muss sowieso. Das muss sein. Große Puppe unter dem Kind. Ist er selber unter Wasser? Ein Aquarell der besonderen Art, würde ich sagen, oder? Okay, wie sieht's jetzt aus? Was kommt als nächstes? Er wacht wieder im Trockenen auf, im Badezimmer, oder? Ja, aber die Decke sieht anders aus. Die Decke ist er. Schäbiges Abbild. Oh. Und selber sehen wir aber im Badezimmer nicht stehen, an der Badwand. Oh. Das ist eh einzigstes Kunstwerk, das ganze Spiel. Someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience. A critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Du bist ein Monster. Hat er seine tote Frau, nachdem sie sich Pulsadern aufgeschnitten hat, ach, rausgepopelt. Alter, da fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Wie Eiscreme rausgelöffelt.
Alter, beend's einfach selber. So, jetzt richten wir das auf dich. Komm schon. So, richten das auf dich und jetzt beend's. Mann, oh Meter. Geh wieder zurück ins Atelier. Okay. Hup. Ups. Hup. Oh. Doch noch nicht so weit mit dem Atelier. Überall wieder die Damensteine. Okay. Anscheinend müssen wir wieder Damenspielstelle-Eissammler. Erscheint es dann von sich aus hier, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, wir müssen erstmal die Damenspielstelle-Sammler. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Da ist noch einer. Hier hat es ein Boom gemacht. Eventuell geht es jetzt gleich weiter, wenn wir die Spielstelle hin. Das ist eine Möglichkeit. Eventuell. Oh! Und die bewegen sich auch, wenn man auf sie zugeht, die Steine. Bewegen sich in die Richtung, wo man sie hier schubst. Und springen die Stähe dort hier. Ich muss mich gerade dagegen drücken. Also ich muss mich hier noch rechts drücken, dass der weiter nach rechts guckt. Sonst bewegt er sich wirklich so im Kreis. Okay. Soll ich jetzt spielen oder was? Soll ich jetzt eine Runde Dame spielen? Okay, jetzt dreht er sich von sich aus im Kreis. Ja, immer noch so ein leichter Linksdrall. Ja, krass, krass, krass. Okay, da ist noch nichts. Da finden wir noch nichts. Ich habe beim letzten DLA gemerkt, da habe ich ein bisschen geflüstert irgendwie. Muss ich auch erinnern. Ich darf nicht so flüstern beim Let's Play. Aber es ist dann irgendwie auch so ein bisschen die Ehrfurcht für die Sache vor dem ganzen Spiel und vor der ganzen Situation, dass ich dann teilweise doch wirklich etwas leiser werde als... Oh, als sonst. Oh, Jesus. Oh, Gott. Oh, Gott. Ach Gott, ich glaube, ich muss mich gerade zurückhalten, dass ich nicht heule. Das ist so traurig, gerade wie das einzelne Spielzeug da rumfährt mit dem stilisierten Katzenkopf da. Ach Gott. Dazu nur die Musik. Ach Gott, das tut mir echt irgendwie im Herz weh, wenn ich sowas sehe. Da ist nichts drin und ich kicke hier nur die Teddys rum. Okay. Oh, riesige Rat war da im Bett gelecker. Och Gott. Aber das ist ja echt goldig, da, das Ding, das Spielzeug. Das ist ja super goldig. Oder nicht? Finde das nicht goldig? Ich finde, das kennt man halt so das noch locker als Kleckiner-Spielzeug nimmer. Also ich finde es sehr schön, um ehrlich zu sein. Hätte ich Kinder in so einem jungen Alter, die dich dem Kind vielleicht auch so ein Katz mit Räder gebe. Okay. Da geht's nirgendwo weiter. Da geht's nirgendwo hoch oder sonst wo. Und jetzt habe ich einen Rechtsdrall vom Blick. Okay, da ist nix. Da ist nichts mehr. Und es zieht mich auch noch rechts vom Blick. Was jetzt? Jetzt macht's einen Zug. Aber kein Regelmäßer. Regelmäßig erlaubte Zug. Ja, yes, das haben wir es gleich. Kein rechtmäßiger Zug war das. Oh, sind hier Bopper. Habt ihr einen Stäfer für mich? Zufällig? Das wäre cool, da wäre ich nicht umsonst bei euch. Widerlicher Dreier-Konstellations-Bopper. Okay, da fährt's Ketzel wieder nur noch vorne und zurück. Da ist nix. Ah, jetzt hat sich hier was gebildet. Ah, wie das Grammophon-Level. Ich glaube, jetzt kommen die Level in... Kommen die Levels wieder auf uns zurück? Das Kinder-Level? Das Blut-Level? Ja, krass. Was da aus dem Bild alles rausgeschossen kommt.
Hier ist aber kein Städte bei. Das können wir jetzt auch nicht verwenden. Das ist aber schon sehr verstörend, gerade das Geräusch. Ist da ein Stär da? Nee. Nee. Hilft uns irgendwas hier aus dem Bild? Nee. Da ist nichts, was uns helfen könnte. Alter. Was Dämonenlied. Ach du Scheiße. Und je nachdem, wie ich die Perspektive drehe, klingt's immer aus dem anderen Winkel an mein Ohr. Okay, hier hat sich nichts gebildet. Das mag ich jetzt noch finden, bevor ich die Episode beende. Ah, da muss ja irgendwo ein Spiel stehen sein, sonst hätte sich ja das Gebiet nicht für uns geöffnet. Also hier muss irgendwo noch was sein. An der Decke oder so ist auch nichts. Alter, das Dämonenlied. Oh Gott im Himmel. Da ist auch nichts drin im Puppenhaus oder so. Das, nee, ich kann es nicht auch machen. Ich kann es auch nicht öffnen oder so. Und auf dem Grammophon selber. Liegt auch nichts. Hier liegt nichts drauf. Beim Gemälde ist nichts zu sehen. Ah, da ist was. Da ist was. Ich sehe es. Ich sehe es. Ja, da ist er. Okay. Und ich stehe jetzt Sarah. An der Stelle mache ich einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Layers of Fear. Uf, pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.